Also herzlich willkommen allen hier im Reitersaal vom Schloss Sargans. Wir haben jetzt hier gerade ein paar Stühle und Tische herumgerückt und das ist, glaube ich, ein gut symbolisches Bild. Um das geht es jetzt eigentlich, was man, so ein paar Sachen, die man verändert im Schloss und Zukunftsschloss Sargans. Also das habe ich auch noch nie erlebt, wo, mit all den verschiedenen Medienorientierungen, dass es so viele Leute hat, die Auskunft geben. Aber das ist ein spezielles Setting, ich habe es euch vorher erklärt. Ihr müsst keine Angst haben, es ist wirklich kurz Inputs, die man hier vorhat, wie es eben eigentlich weitergeht. Und ich sage jetzt gar nicht so, ich bin der Roland Wermelinger vom Gemeinderat und nachher im Stiftungsrat. Ich will jetzt gar nicht zu viel sagen, weil zuerst vor zwei Jahren mit der Begrüßung. Die Begrüßung kommt vom Ortsgemeindepräsident von Sargans, von Dani Peter. Und die Ortsgemeinde, das sind ja, denen gehört das Haus. Ja, geschätzte Anwesende, ich möchte euch im Namen von der Ortsgemeinde recht herzlich begrüßen zur heutigen Medieninformation hier auf dem Schloss Sargans. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht mit dem Stichwort Umbruch oder Aufbruch. Das heisst, der Umbruch, das sind sicher Veränderungen, die hier auf dem Schloss würden und müssen stattfinden. Das sind Anpassungen baulicher Natur. Dann ist auch eine Stiftung, die in der Gründung ist, kurz vor dem Abschluss, dass in Zukunft alles aus einer Hand kommt. Aufbruch ist in einer Zeit, wo es Innovationen sehr gefragt sind und auch für das Schloss gilt ganz klar, geh mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit. Das ist intern der Schlossvogt, das ist der Fredi Anrig. Dankeschön. Wie gesagt, ich bin Schlossvogt für den Ortsverwaltungsrat Sargans und bin zuständig für das Schloss. Wie alles begann, ist ein bisschen so mein Ding gewesen, das ich vortragen sollte. Das Schloss Sargans ist ja seit 1899 im Besitz von der Ortsgemeinde Sargans. Dazu mal haben diese Ortsbürger, die dort an der Wand die Wappen stehen, dem Kauf zugestimmt. Und wie gesagt, seitdem haben wir das Gebäude unter uns. Angefangen hat das Projekt eigentlich hier bei der Einweihung von der alten Schollbergweg im 2019. Dort ist der Heinz Lutz, ehemaliger Ortspräsident, der Beat Inner, ehemals Präsident Gemeinde Wartau, jetzt Regierungsrat, der Jörg Tanner, Gemeindepräsident Sargans und Kathi Meier vom Kanton gesehen, wo gesagt, das Gefühl hatten, da muss etwas gehen mit dem Schloss, man muss unbedingt etwas machen, breit abgestützt für die Bevölkerung. Und so ist das eigentlich entstanden, respektive man hat eine Projektgruppe gegründet, bestehend aus der Ortsgemeinde, politisch gemeint, der Kanton, historisch Verein Sarganserland und die Region Sarganserland-Werdenberg. Wir haben eine Ausschreibung gemacht für ein Vorprojekt. Ende 2019 ist der Auftrag vergeben worden an Sarah Schmidt, an Bea Vogt und Johannes Florin. Das Motto war etwas Verrücktes tun, eine Vision, eine Zielvorstellung zu entwickeln zur künftigen Positionierung, Nutzung vom Schloss. Es muss oder sollte ein Schloss für alle geben. Es ist dann darum gegangen, um ein Nutzungs-, Betriebs- und Organisationskonzept. Ziel ist dort dann auch gewesen, alles einheitlich zu leiten, zum Beispiel eben durch einen Geschäftsführer. Das heisst, Gastro, Museum und auch der Schlosshof, dass man da, das miteinander und nicht wie jetzt jeder für sich macht. Was uns hier erwartet hat, haben wir nicht gewusst. Wir hatten etliche Sitzungen gehabt mit dem Projektteam. Wir haben Workshops durchgeführt hier im Schloss. Wir haben eine Online-Umfrage gemacht, der Rücklauf und auch der Besuch vom Workshop war sehr gross. Also wir waren sehr, sehr positiv überrascht, wo jeder ein die Ideen bringen konnte, aber auch bei der Online-Umfrage vor allem auch kritische Voten anbringen über alle möglichen Themen. Corona-bedingt ist natürlich alles ein bisschen länger gegangen. Wir wollten eigentlich Ende 2021 einen Abschlussbericht haben. Es hat sich dann um ein Jahr verzögert. Das war eigentlich kurz die Zusammenfassung, was war in der Vergangenheit. Ich will jetzt auch noch einmal etwas zur Vergangenheit sagen und nicht unterlassen, an dieser Stelle unserer langjährigen Pächterin, der Cecil Kaiser, zu danken. Nach gut 34 Jahren Pacht hier im Schloss hat sie sicher sehr viel mitbekommen und ja, könnte wahrscheinlich auch ein Buch schreiben. Jeder, der so lange in einem Geschäft tätig ist, über schöne, weniger schöne Sachen, über Höhen und Tiefen. Es war sicher eine grosse Leistung, in diesen Gemäuren hier unten so lange zu wirten und Gäste mit Speis und Trank zu verwöhnen. Auch sie hat Corona gespürt bekommen. Vor allem Gastro haben es ja relativ schlimm
gepackt, wie andere Branchen natürlich auch, aber sie hat sich auch nicht unterkriegen lassen, hat ihm weitergemacht und ihr das Bestes gegeben. Dann ist der nächste Schlag gekommen, letztes Jahr im Herbst, um 22, ist ja der Ehemann noch gestorben, der Peter. Sie hätte müssen natürlich weiter, oder sie hat wollen weitermachen. Und ja, jetzt, Ende 23, ist jetzt definitiv Schluss. Darum möchte ich einfach dir einmal Danke sagen, ihr, der Cecil Kaiser und ihrem Team für die Leistung die letzten Jahre. Danke. Dann, was darum gegangen ist, das, was man hier entwickelt hat, fassbar zu machen, das sind drei Leute dann gewesen, von der Trampena GmbH, das ist eben der Projektleiter, dann der Dani Grünenfelder, zusammen mit dem Ivo Bizzozzero, den man später noch gehört, und dann noch der Ralf Hora. Und ihre Aufgabe ist so ein bisschen gewesen, jetzt eben da so ein bisschen Fleisch an den Knochen zu bringen, oder? Ja, genau. Also, ein sehr schöner Auftrag gewesen. Ist hier in im Städtli eigentlich, hat das den Anfang genommen mit der Ortsgemeinde, ist mir Zimmer geguckt und man hat eigentlich mit dem Fredi und mit dem Dani Peter mal eine Auslegeordnung gemacht und gesagt, eben alles, was der Fredi Anrig jetzt erzählt hat, was man gemacht hat bis jetzt, wo man steht und wie kommt man jetzt dorthin, wo man her will, oder? Dass man es aus einer Hand, dass die Gastro-Lösung, dass man da eine gute Zukunft findet, eine gute Lösung für die Zukunft findet, dass man mit dem Museum eine schöne Lösung findet, dass man das in Zukunft kann tragen kann und dass man auch betreffend Veranstaltungen, Event, der Ort und die Leute auch an den Ort kann binden und auch wieder an den Ort kann bringen. Und das war so ein bisschen die Ausgangslage und der Auftrag auch, also die Stiftung war eigentlich gesetzt. Man hat gesagt, es muss eine Stiftung sein. Oder die Idee ist, dass man eine Stiftung gründet. Da sind natürlich die Hausaufgaben dann auch klar gewesen, was es alles braucht, um eine Stiftung zu gründen. Das war der Ralf Horat vor allem in unserem Team, wo der Spezialist war, wo die juristischen Abklärungen, auch die steuertechnischen Abklärungen, die formellen Abklärungen den vorantrieben hat. Dann hat man das Ganze finanziell auch müssen konstruieren und bauen, dass das funktioniert, dass klar ist, woher, welche Mittel und was für Möglichkeiten dann bestehen. Daraus ist dann auch die Idee oder das Projekt entstanden für den Lotteriefonds, den man jetzt gerade an der Session verabschiedet hat, der extrem wichtig ist, glaube ich, für eine Nachschubfinanzierung in Bezug auf all die Veranstaltungsideen, all das, was Ivo dir nachher auch noch erzählt, in Bezug auf Möglichkeiten, die das Schloss einfach mitbietet, aber auch vom Museum her an Potenzial, das man natürlich ganz anders kann bespielen mit dem Rückenwind. Und auch ein sehr wichtiges, das hat uns immer wieder begleitet, im Ort, wie man mit den Leuten geredet hat, dass man natürlich auf das Schloss raufkommen will und man will gut essen, man will auch einen Abend verbringen, man will, dass das Schloss auch lebt, das hat man von aller Seite her gehört. Und das hat dann nachher auch zu einem weiteren Element, das dann dazu hergefügt werden konnte, dass wir eine super Lösung gefunden haben, glaube ich, in Bezug auf Gastronomie, mit sehr erfahrenen Leuten aus dem Ort, die das Schloss kennen, die Leute kennen, die auch wissen, was geredet worden ist und was man gerne hätte. Und gesagt haben, wohl, wir hätten Lust und wir machen das gerne, aber sie erzählen dann nachher sicher auch noch selber viel dazu. Und ich habe sehr viel Freude, also ich habe sowieso sehr viel Freude gehabt am Team, an meinem Projektteam, aber auch an der Steuerungsgruppe. Wir haben die noch den Kopf aneinander gerieben in Bezug auf wie jetzt und wie schnell. Aber wir sind haben jetzt vor einem Jahr gestartet und sind jetzt eigentlich an dem Punkt, dass die Stiftung gegründet ist, dass es jetzt in diesen Tagen formell dann auch abgeschlossen ist. Wir sind an dem Punkt, dass die Gastro-Lösung da steht. Wir sind an dem Punkt, dass wir einen Veranstaltungskalender haben mit dem Mittel vom Lotteriefonds. Und wir haben so als Sahnehäubchen auch der zukünftige Vorsitzende vom Stiftungsrat auch zum Vorstellen heute hier mit dem Tisch. Und ich glaube, eben, das ist auch ein guter Zeitpunkt, um die Öffentlichkeit zu informieren. Dani Gut ist ja eigentlich auch jetzt das jüngste Mitglied in dieser Schlossentwicklungsgruppe, aber der wichtigste eigentlich für die Zukunft, weil da ist es gelungen, einen sehr erfahrenen Mann ja für das Stiftungsratspräsidium zu gewinnen, langjähriger Stadtpräsident von Bux. Dort gibt es natürlich einen breiten Rucksack, den man hier mit überkommt, aber auch gerade in der Kultur, Südkultur mitprägt und Schloss Werdenberg. Das sind zwei Sachen, die dann sehr nahe sind bei der Entwicklung von historischen Sachen. Also das freut uns, kann man schon mal sagen. Und ich nehme an, da gibt es dann, es gibt ja glaube ich keine Wahl, oder? Also, dass du da die Stiftung übernimmst. Bitte schön. Danke vielmals, Roli, für die Vorschusslorbeeren. Du weckst hohe Erwartungen. Ich habe zwei, drei Worte zur Frage nach, warum eine Stiftung und nicht eine andere Rechtsform. Also ich habe das nur mehr oder weniger aus Gesprächen und aus den Akten. Und das Zweite ist natürlich das Thema, warum jetzt mich? Also ich habe jetzt nicht einen typischen Sarganserländer-Dialekt, wie man glaubt, gehört. Und
bin jetzt auch zwischenzeitlich wirklich ein engagierter Werdenberger und finde es wahnsinnig schön, dass ich das im Sarganserland auch noch darf, eine Aufgabe erledigen im Auftrag der Sarganserländer. Nein, das hat mich sehr geehrt und gefreut. Also warum eine Stiftung, warum nicht ein Verein? Ich denke, es ist ganz wichtig bei so einem langfristigen Projekt, wie wir da ja vor uns jetzt haben, wahrscheinlich nicht so lange, wie das Schloss schon besteht, aber auf so einem Schloss muss man langfristig denken. Und für eine Stiftung ist das eigentlich ein hervorstechendes Merkmal, Langfristigkeit und Zuverlässigkeit. Also eine Stiftung löst man nicht einfach so auf über Nacht, A. Und B ist es eigentlich fast nicht möglich, weil also Mittel, finanzielle Mittel, Zweck zu entfremden, weil der Stiftungszweck dermaßen eindeutig und eng gefasst ist. Und ich glaube, das lohnt sich, da möchte ich gleich schnell vorlesen, was in den Statuten steht zu dem Stiftungszweck. Zweck der Stiftung ist die Gewährleistung des langfristigen Betriebs des Schlosser Gans mit dem Museum, Veranstaltungen sowie einem Gastronomieangebot, um dadurch das Schloss als historische und Kulturstätte und als Begegnungsort für die Einwohner der Region und für überregionale Gäste zugänglich zu erhalten und weiterzuentwickeln. Also das ist, ich finde das sehr gut formuliert, was da der Zweck von der Stiftung ist. Entsprechend gibt es natürlich auch Konzept und Strategiepapier. Ich glaube, die muss man jetzt damit Leben füllen, in Anbetracht dessen, dass alle so kurz gewesen sind, will ich jetzt nicht alle strategischen Ziele aufführen. Einfach vielleicht, weil man mich im Sarganserland doch nicht so kennt, wer bin ich überhaupt? Bevor ich nachher zur Frage komme, warum jetzt mich? Ich bin Agronom, der ETH studiert, bin nachher lange an der Forschungsanstalt Agroscope gewesen, in Wädenswil. Und 2007 bis 2023 kann ich der Stadtpräsident sein in Bux. Und vom 12. bis ins 19. bin ich noch Kantonsrat gewesen. Ich bin verheiratet und habe 3 erwachsene Kinder. Gut, warum jetzt ich als Präsident? Das war meine erste Frage, die ich am Jörg Tanner gestellt habe. Hey, jetzt haben wir im Sarganserland so viele gute Leute. Warum jetzt mich als Präsident? Und ein sehr schnell ein einleuchtendes Argument meiner Meinung nach war, dass eine externe Sicht da eben auch sehr wertvoll sein kann. Und das Zweite, Erfahrung. Da darf ich wirklich sagen, der Rolli hat schon gesagt, Verein Schloss Werdenberg bin ich Gründungspräsident gewesen und habe sicher sehr viel können dazu beitragen, dass das Schloss dort steht, wo es heute ist. Südkultur seit der Gründung Vorstandsmitglied gewesen. Und in der kantonalen Bibliothekskommission habe ich auch ein paar Jahre lang eigentlich nach der Gründung Gemeinden, die St. Gallischen Gemeinden vertreten. Engagement für Kultur neben der Erfahrung, das ist mir überall eigentlich wichtig, auch als Kantonsrat. Das Klanghaus Toggenburg, das ja wahrscheinlich alle kennen, wo alle auch darüber abgestimmt haben, die gehen stimmen. Es ist so, dort habe ich dürfen zweimal, es war ja zweimal nötig gewesen, leider, nein, es war wahrscheinlich gut gewesen am Schluss, die vorberatende Kommission präsidieren im Kantonsrat. Also dort kenne ich Details auch sehr gut. Und beim Bibliotheksgesetz bin ich auch dabei gewesen. Dann kommt als Drittes vielleicht neben der Erfahrung externer Sicht einbringen, kommt noch die Vernetzung. Die Vernetzung und die politische Erfahrung als Stadtpräsident und als Kantonsrat. Ich glaube, da muss ich nicht so viel sagen. Was mir aber persönlich auch noch wichtig ist, das ist das Emotionale. Also ich glaube, es gibt für mich gibt es in der Schweiz zwei Schlösser, die wahrscheinlich alle, jede und jeder, der schon in der Schweiz wohnt, schon gesehen hat. Das Schloss Sarganz und das Château de Chillon. Schloss Chillon. Also die zwei Schlösser, die kennt man. Ob man jetzt auf der Autobahn da vorbeifährt oder mit dem Zug. Ich bin sehr viel, oder wir sind vom Zürich-Oberland sehr viel ins Bündnerland, in Skilager und in Schullager. Und da ist man zwar ganz mit dem Zug gestanden und hat endlich einmal das Schloss gesehen, wo man sonst nur daheim so als Bastelbogen hatte. Und das ist einfach immer, das war eine Freude.
Und darum bin ich irgendwie ganz, ganz begeistert, dass ich jetzt da darf, da einen Beitrag leisten, hoffentlich, dass das Projekt gut weitergeht. Ich will jetzt schon danken allen, die bis jetzt geschafft haben. Es ist sehr viel geschafft worden, das haben schon mehrere Vorredner gesagt. Und ich will aber auch allen danken, die mit mir zusammen dann in die Zukunft von dem Schloss schreiten. Merci. Das haben wir ja vorhin gehört beim Freddy. Er war eigentlich einer von ganz am Anfang, wo die Idee so zwischen Stuhl und Bank mal einfach so entstanden ist, schon dabei war, der Gemeindepräsident von Sargans, der Jörg Tanner. Und ihn könnte man natürlich jetzt schon fragen, ja, warum engagiert sich denn da Sargans bei dem Schloss Sargans, wo ja ihr nicht gehört und auch in Zukunft nicht bleibt der Ortsgemeinde. Was ist denn da? Warum macht denn, engagiert sich die politische Gemeinde? Warum ist das Schloss Sargans so wichtig? Daniel Gut hat es eigentlich vorweggenommen. Alle fahren an dem Schloss Sargans vorbei, kennen wahrscheinlich noch mal die innerlichen Räumlichkeiten, wissen nicht einmal, wie das Gastro-Segment aussieht. Und das ist natürlich auch ein Grund, mit dem Grund gewesen, wo man gesagt hat, es wäre wichtig, wenn man das Schloss Sargans in die nächste Zukunft führen. Weil wir haben das Gefühl, das Schloss Sargans hat ein ganz grosses Potenzial, sei es ein Ausflugsziel, sei es in der Naherholung oder eben kann ein gutes Unterhaltungsangebot leisten. Wir fühlen uns in der Pflicht als Gemeinde, hier die Ortsgemeinde mit unterstützen, mit auf den Weg begleiten, Verantwortung zu übernehmen und werden dementsprechend auch finanziell den Prozess begleiten und die Stiftung auch unterstützen, was notwendig ist, dass es dann eben auch am Schluss leben kann. Die Bürgschaft teilt uns auch mit, dass sie gerne auf dem Schloss sein wollen, dass man das will aktiv miterleben will. Daniel Gut hat es gesagt, auch Südkultur hat das Interesse, dass hier auf dem Schloss ganz etwas könnte, dürfte laufen. Und wir sind überzeugt, dass, gemeint, dass es jetzt mit dieser Stiftung einen Anfang gibt, wo wir eben miteinander das Ganze gestalten können und eben letztlich auch leben dürfen. Wir fühlen uns stolz darauf, dass wir diese Stiftung jetzt miteinander gründen dürfen. Ich habe Freude, dass wir Daniel Gut gewinnen als VRP, weil ich kenne ihn schon seit längerer Zeit. Ich weiß, dass er Erfahrung hat in der Kultur, dass er ein kulturaffiner Mensch ist und uns auch begleiten kann und die zeitlichen Ressourcen auch natürlich hat. Und das, denke ich, ist wichtig in dem Prozess, in dem Anfangsprozess, wo wir uns hier drin begeben, dass jemand umeinander ist und wo eben auch schaut, dass alles gerade laufen tut. Ja, es ist eine Weile her. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist von dieser Gruppe. Damals, wo wir miteinander am Spazieren waren. Und ich finde es echt cool, kann ich das weiter begleiten. Und hat es jetzt wirklich in Start gegeben oder gibt es in Start, wo ich das weiterführen darf, zusammen mit dem Gemeinderat Sargans und Roland als Stiftungsratsmitglied. Ich gebe ihm dann sicher den einen oder anderen Tipp auch gerne weiter. Jetzt ist eben Zeit für News. Jetzt gibt es noch mehr News neben dem Namen vom Stiftungsratspräsidenten. Ist eine sehr wichtige Charge, eine sehr entscheidende, ist natürlich die Gastronomie. Wie geht es hier weiter nach dieser Leben lange, wir haben es gehört, Ära Kaiser? Ja, und da freut uns natürlich ein sehr erfahrener Mann und auch einen, den man kennt, und seine Frau, das Team Katharina Dolb und Thomas Dolb, wird das machen. Das ist eigentlich für euren Aufstieg, oder? Geografisch mindestens, vom Städtli zum Haus zum Löwen. Und das ist aber vor allem auch eine gute Synergie natürlich. Das ist auch jetzt schon klar, weil das Städtli, das soll ja, das steht in all diesen Konzepten drin, möglichst mitdenkt werden bei allem, was passiert auf dem Schloss. Ja, was interessiert euch? Warum sind ihr dabei? Ja, Roli, warum sind wir mit dabei? Ich habe das mitgekriegt, dass das Schloss Sargans, dass sich da was ändert in nächster Zeit. Dann bin ich ins Gespräch gekommen, so mit der Ortsgemeinde. Und dann haben wir so geredet, in der kleinen Gruppe immer, was sie sich vorstellen, wie wir uns das vorstellen könnten. Und so schlussendlich haben wir dann ja doch nach eineinhalb Jahr, möchte ich sagen, oder? Eineinhalb Jahr? Ist fast so. Nach eineinhalb Jahr, ich glaube, eine gute Lösung, sogar eine sehr gute Lösung für uns alle gefunden. Und so freuen wir uns jetzt sehr, den Aufstieg, wie der Roli sagt, ja, vom Städtli ins Schloss durchzuführen. Wobei, ich muss auch ganz klar sagen, also wir sind auch sehr zufrieden im Löwe und ich bleibe auch im Löwe. Es ist nicht so, dass mir der Löwe verlassen wird.
ja, zum zukünftigen Gastro-Konzept, das ist noch ein bisschen schwierig zu sagen. Wir möchten sicher keinen Fine-Dining-Bereich hier im Schloss machen. Wir wollen das Schloss öffnen für Familien. Wir wollen aber gleichzeitig auch bestehende Kunden, Firmen, Kunden, wo das Schloss schon hat, weiter übernehmen. Ja. Also wir haben schon für 2024 viele Anfragen von Firmen, wo die letzten 20 Jahre schon zu Gast bei der Familie Kaiser waren, und die möchten wir natürlich auch weiterhin halten können. Gleichzeitig ist sicher ein wichtiges Segment im Sommer der Garten. Ich meine, aus dem Schlossgarten, da kannst du mega coole Sachen machen, ja. Aber es sind viele, viele Ideen da. Es sind mit Vereinen, mit der Gänsehoch, Planter Party und so. Und ich hoffe einfach, dass man da gut zusammenschaffen kann mit dem historischen Verein, mit dem Museum. Und dann gibt es, glaube ich, eine mega coole Geschichte da im Schloss. Danke. Jetzt haben wir etwas gehört vom Schlossgarten, vom Schlosshof. Jetzt gehen wir noch zum Turm. Und der Turm ist natürlich das Herz auch eigentlich. So ein bisschen für mich von dem Schloss, von dieser Schlossanlage. Und der Präsident vom Historischen Verein ist der Matthias Buck. Ihr bleibt hier dabei. Ihr seid auch von Anfang an im Boot dabei eingestiegen. Das war nie eine Frage gewesen, oder? Ich muss es nachher gerade beantworten, aber zwei Sachen noch, sonst vergiss ich es. Wegen dem Aufstieg, das ist das erste Stichwort. Also, wenn man dann aufgestiegen ist auf das Schloss, man kann nur noch mehr aufsteigen, indem man in den Turm geht. Das wäre so ein Bezug zum Roland. Und das Zweite, ich habe ja so ein bisschen an die Wand jetzt vorher auch geschaut. Und das finde ich wirklich ernsthaft. Wenn man die Wappen von diesen Landvögten auf Schloss Sargans sieht, das ist mehr als 300 Jahre Landvogtgeschichte. Der Wermutstropfen ist, es sind Herren und Untertanen. Wir als Sarganserländer waren immer Untertanen gewesen. Aber wenn man sonst so ein bisschen an die Wand schaut und der wunderbare Saal, den wir hierhin einfach auch zeigen dürfen, dann ist ja das, und Daniel, das finde ich ein schöner Gedanke, dann ist das eben immer eine Aussicht gewesen. Also jeder Landvogt, der gekommen ist, ist zwei Jahre gekommen. Die haben ihm nicht immer alles gesagt, und mir ist auch nicht immer alles gelungen. Aber er ist zwei Jahre gekommen und hat eine Aussicht gebracht von Zürich, von Zug, von Glarus, von Luzern und so weiter. Und das ist doch schöne Gedanken, die man vielleicht auch so wieder aufnehmen kann. Also die Landvogtzeit ist vorbei und so, aber die Sicht, dass man einfach das Schloss auch mit neuem Leben füllt, das ist, glaube ich, auch eine ganz unsere Idee. So ein bisschen philosophisch noch, der Historische Verein wird weiterhin in dem Sinn auf dem Schloss ja auch dürfen aktiv sein. Unser Dreiklang ist ja immer Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das ist das, wo wir uns drei bewegen. Gegenwart ist eigentlich das Wichtigste. Heute sind wir da, heute haben wir die Medienorientierung. Alles, was wir heute sagen, ist auch gültig und wir tragen die Verantwortung für das. Wir überlegen uns auch, das ist die Analyse, so für später, für die Zukunft. Wir überlegen uns auch, warum ist das so und ist das schlau oder nicht. Wir sind überzeugt, es gibt eine gute Lösung. Und alles aber ist auch immer so ein bisschen gegründet auf der Vergangenheit. Wenn man nicht weiss, was passiert ist und wenn man nicht Kenntnis hat davon, wie sich etwas entwickelt hat, dann kann man, glaube ich, auch nicht schlau in die Zukunft gehen. Das ist ein bisschen Floskeln, aber das stimmt einfach. Also wenn man die Vergangenheit auch nicht berücksichtigt und mit Respekt auf das Bisherige eben schaut, kann man auch nicht in die Zukunft blicken. Diren Gantner ist Betriebsleiterin vom Museum Sarganserland. Sie sitzt hier mir gegenüber. Sie ist eigentlich auch so in Bezug auf das Museum das Bindeglied von der Vergangenheit in Zukunft. Das bedeutet, sie ist jetzt und sie ist immer noch und sie wird es auch bleiben. Betriebsleiterin, das ist für uns sehr beruhigend. Du machst das auch gut und es geht auch so weiter. Weiter im Sinn von einer, nicht, dass alles gleich bleibt, aber weiter im Sinn von einer Kontinuität, dass eben auch das Wissen, die Erfahrung, Kompetenz, wo man in der Vermittlung vom Schloss hat, eben die Wappen erklären oder andere historische Sachen zu erläutern, dass man das auch fortsetzen kann. Museumsgeschichte hätte ich auch noch aufgeschrieben, sage jetzt überhaupt nichts dazu. Ich habe bei der Vorbereitung noch zwei Sachen sind mir im Finger gekommen. Das eine ist eine Schweizer Illustrierte von 1985. Das war eben die Zeit gewesen vor Internet und vor sozialen Medien. Wenn man es auf der Titelseite von der Schweizer Illustrierten geschafft hat, vor so viele Jahre, dann war man da oben gewesen, dann ist man aufgestiegen gewesen, dann hat man eben etwas erreicht gehabt. Natürlich, das war noch ein Preis gewesen, Museum des Jahres in Europa, wo uns das Museum mal bekommen hat, aber gleich, ich hoffe auch mit sozialen Medien, mit der neuen Webseite, das wird sicher auch noch gesagt heute, wo man jetzt dann anschauen kann von heute weg, ist das eben auch ganz hoch oben und das ist dann in dem Sinn wie eine
eine Zeitschrift von 1985. Und das Zweite, was mir auch noch im Finger kam, ist, zuerst habe ich gedacht, ja, jetzt, man könnte ja die ganze Medienorientierung platzen lassen. Der Prinz Charles hat nämlich das Schloss gekauft, als Ferien- und Alterssitz. Hans, du hast beim Oberländer Tagblatt gearbeitet in dieser Zeit. Ich weiß nicht, ist es dein Artikel? Auf jeden Fall hat der Prinz Charles, es ist nicht ganz von heute, man sieht auch der Fotomontage, wo er mit dem früheren Schlosspächter Hans-Rudi Honold posiert. Und er war hier in Sargans gewesen, auf Erkundungstour und hat geschaut, ob er jetzt das Schloss wirklich kaufen will oder nicht. Natürlich, man merkt, es ist am 31. März 1979 erschienen. Der 1. April war eben der Sonntag, darum musste es am Samstag erscheinen. Aber immerhin. He? Also, die Medienorientierung ist nicht geplatzt und das Museum ist auch weiterhin. Also, vielleicht der letzte Satz noch. Das Museum wird weiter bestehen. Wir fügen uns gerne ein, auch in die neue Organisation. Wir haben Lust auch, um vorwärts zu gehen, miteinander und konstruktiv in eine Richtung zu ziehen. Wir sind überzeugt, dass auch ein Miteinander und ein Zusammengehen eben viel mehr bringt, als wenn man immer separat und nur jeder für sich schauen tut. Und in dem Sinn ist der Thomas Fey unser guter Stiftungsrat. Gut, sagt man einmal voraus. Natürlich bin ich überzeugt und du machst das auch gut im neuen Stiftungsrat und wird in dem Sinne auch die Museal-Zukunft eben mitnehmen. Und ja, das heisst nicht, dass alles gleich bleibt. Wir sind auch offen für Veränderungen. Es wird auch neue Konzepte geben, andere Zugänge. Es gibt auch neue Mittel, die man kann in dem Sinn für das brauchen kann. Aber sicher so auch, dass der Historische Verein als Träger vom Museum bisher einfach mit der Stiftung dann auch so wird vorwärts gehen. Die Stiftung wird das Museum in dem Sinn übernehmen und der Historische Verein ist Förderer, Zulieferer, Zudiener, Unterstützer, wie auch immer, vom weiteren Betrieb. Der Ivo Pizzozzaro war auch Teil von dieser Projektgruppe, die jetzt hier sehr aktiv geschafft hat, vor allem in den letzten Monaten, im letzten Jahr. Und ja, es gibt, man kann wirklich jetzt handfest auch schwarz auf weiß sagen, was da schon passiert. Und vieles auch noch nicht, aber vieles kann man schon sagen. Ja. Danke, Roli. Also auf dem Schloss tut sich etwas und das zeigt sich auch in Form von Veranstaltungen. Was wir bis jetzt aufgeleistet haben, sind so Musterveranstaltungen eigentlich, die dazu animieren sollen, dann den Veranstaltungskalender weiter auszufüllen. Also angesprochen sind auch dann Vereine, es sind Gruppen angesprochen, Einzelpersonen, einfach Leute, die Lust haben, etwas auf dem Schloss durchzuführen, aufzuführen oder auch zu präsentieren. Was wir gemacht haben, ich habe gesagt, das sind schon so einzelne Veranstaltungen, respektive der Rolli hat es schon erwähnt. Am 1. Mai-Wochenende heisst das Motto quasi hereinspaziert. Die Schlosstore öffnen sich für das breite Publikum. Und es ist ein Wochenende, wo von den Schlossnarren mitgestaltet wird. Am Pfingstwochenende, das heisst, das ist am 17. und 18. Mai, findet im Innenhof eine Party statt. Das macht der Verein Gänsehoch, wie der Thomas schon erwähnt hat. Dann am Freitag, 14. Juni, Eröffnung von der Ausstellung Tableau Vivant. Das ist eine Fotoausstellung von einer Klasse vom OZ Sargans. Es sind Schülerinnen und Schüler, die Kunstwerke auswählen, bekannte Kunstwerke und die Personen, die in diesen Kunstwerken drin sind, nachstellen. Ohne Schminke, ohne Verkleidung, ohne Gestaltung vom Raum. Es geht einzig um Menschen, die in dem Bild dort zu sehen sind. Es sind also die Schülerinnen und Schüler, die zu lebenden Gemälden würden. Und darum der Name Tableau Vivant. Wir werden die Fotos ausstellen, und zwar das Foto vom Originalkunstwerk neben dem Foto der Schülerinnen und Schüler. Und durch das sollte ein Dialog entstehen zwischen diesen zwei Bildern. Und ich freue mich wirklich sehr, dass das zustande kommt. Es ist ein Projekt, das mit Unterstützung vom Lotteriefonds stattfindet. Ende August findet im Städtli das Festival der Kulturen statt. Unsere Idee ist es, dass wir das Festival auch ein bisschen ausdehnen, im Innenhof vom Schloss und so die historische Einheit Städtli, Schlosshügel, Schloss deutlich machen. Dann, 6. Oktober, das ist der Schweizer Schlössertag. Wir sind hier als Mitglied vom Verband Die Schweizer Schlösser mit von der Partie. Das Motto ist Musik und Fest. Ich hoffe, es gibt dort eine weitere Party auf dem Schloss.
Wir werden es sehen, was dort genau denn gemacht wird. Und am 11. November das traditionelle Martini-Essen von der Ortsgemeinde und schließlich Ende November die Schliessete vom Schloss wieder mit der Schlossnarren. Im kommenden Jahr startet dann auch ein Oral History Projekt. Wir werden die erlebten Geschichten und die erlebte Geschichte von älteren Menschen aus den verschiedenen Sarganserländer Gemeinden erzählen lassen und im Medium Film festhalten. Und neben dem werden wir Bild, Ton und Videomaterial sammeln, alles in der Absicht, das Gesammelte in unterschiedlichen Kontexten auf dem Schloss zu präsentieren. Auch das wird ein Projekt sein, das der Lotteriefonds unterstützt. Ab Anfang Mai dann und bis Ende Oktober wird zudem eine Lichtinstallation auf der Terrasse vom Schloss Sargans stehen und auch in der Nacht gut sichtbar sein. Das steht in Verbindung mit der Ausstellung Bad Ragaz, wo nächstes Jahr unter dem Motto Gegenwart durchgeführt wird. Der Matthias Buck hat schon gesagt, also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, das ist bei uns auf dem Schloss natürlich auch ein grosses Thema und darum ein ideales Motto auch für den Neustart auf dem Schloss nächstes Jahr. Wichtig in dem Zusammenhang ist noch zu erwähnen, dass in Sargans wirklich nur eine Installation zu sehen wird, die eigentlich Bad Ragaz, die wird weiterhin in Bad Ragaz sein. Darum gehen Sie dort her und können Sie aber auch auf das Schloss natürlich. Und das führt zum letzten Punkt. Es ist nicht die Idee, das Schloss zum Konkurrent werden zu lassen von anderen Veranstaltungen oder von anderen Veranstaltern. Es geht einfach darum, der zweifellos spezielle Ort hier oben mit Veranstaltungen zu füllen, zu nutzen für Veranstaltungen und das bestehende Kulturangebot in der Region zu ergänzen. Und ich freue mich sehr, natürlich, wenn das nächstes Jahr losgeht und all das schon aufgeleistet dann zu sehen sein wird. Man muss da wahrscheinlich dann gut schauen, was alles möglich ist. Und wir haben eben intern ja immer gefunden, eigentlich schon alles grundsätzlich. Also es ist wirklich von der Hochkultur bis einfach zu einer handfesten Party für Junge wirklich alles möglich. Aber nicht nur Ballermann oder nicht nur Hochkultur. Und da gilt sicher noch, das gut herauszufinden, was da alles funktioniert. Aber wichtig ist auch wirklich die Botschaft, es steht zur Verfügung. Oder? Die Schlossanlage, wer da etwas will machen, kann sich melden. Es ist vieles möglich. Und vieles möglich gemacht hat natürlich der Kanton. Man kann als Gemeinde immer wieder einmal ausrufen und vielmal auch zu Recht über den Kanton. In dem Fall wirklich nicht. Es hat wirklich, eigentlich, der Kanton gibt jetzt nicht nur Geld über die Lotteriefonds, sondern das ist, also ich habe jetzt immer gesagt, der Kanton ist da eigentlich der Treiber gewesen von dem Ganzen. Also von Anfang an dabei, an all diesen Sitzungen dabei und auch immer, wenn es dann zum Teil so ein bisschen Konflikt gegeben hat, also das ist, da ist auch sehr viel Know-how rum gewesen und da kann man eigentlich sagen, immer, wenn ich jetzt vom Kanton jetzt rede, dann ist das mehr symbolisch, es ist eigentlich die Person von Andreas Schwarz vom Amt für Kultur. Also du siehst, ich bin ein bisschen begeistert und jetzt musst du aber einfach auch noch etwas sagen und das ist natürlich, der Kanton gibt ja eben nicht nur einfach Geld. Und ich kann das Gleiche wie beim Jörg fragen, das Schloss gehört ja im Unterschied zu anderen nicht im Kanton. Warum engagiert er sich trotzdem sehr eben für das Schloss Sargans? Danke vielmals, Roli. Also die Freude ist nicht nur meine persönlich, sondern auch die vom Amt für Kultur, dass wir heute da sitzen und so viel über die Zukunft vom Schloss erzählen. Wir haben nämlich Buchstaben zum Schloss Sargans und Buchstaben sind ja geduldig. Wir haben zum Beispiel in der Kulturförderstrategie 2020 bis 2027 Schloss Sargans schon explizit erwähnt als Ort, wo unter der strategischen Stossrichtung Kultur vor Ort stärken eben soll gestärkt werden. Da ist der Fokus vor allem, dass man es noch nicht ausgeschöpft, das noch nicht ganz ausgeschöpfte kulturelle Potenzial von diesen Orten wird die stärken und zum neuen Leben bringen. Während dem Hauptverantwortliche klar bei den Trägerschaften da natürlich liegt, kann und will der Kanton subsidiär beraten und begleiten. Der Kanton ist, wie gesagt, schon seit der Vorprojektierung dabei und ich persönlich habe während dieser Zeit dürfen auch die interne Projektleitung sicherstellen, die jetzt durch Dani Grünenfelder und den Ivo Bizzozero sehr gut übernommen worden ist. Was ist dem Kanton wichtig bei so einem Engagement? Uns geht es darum, dass, wie gesagt, das kulturelle Potenzial soll möglichst voll können entfalten werden. Ein effektiver Betrieb und eine klare, attraktive Positionierung helfen da dabei, zeitgemäß die historischen und kulturellen Inhalte können zu vermitteln.
Dadurch soll das Interesse natürlich geweckt, im besten Fall Synergien gefördert und genutzt werden können mit Dritten, was wiederum durch das aktive Engagement der Bevölkerung soll identitätsstiftend wirken. Das ist beim Schloss Sagans tatsächlich schon fast zu einfach, weil die Hülle natürlich ein absolut herausragendes Denkmal von nationaler Bedeutung ist. Das ist schon fast eine einfache Ausgangslage. Aber auch diese Hülle will mit Inhalt gefüllt werden, selbstverständlich. Da ist die Authentizität vom Schloss klar im Vordergrund, mit der Konsequenz, dass da und dort dann eben ein Kompromiss bei der Infrastruktur muss gemacht werden. Statt mit überbordender Angebotsdichte punktet das Schloss, wie man gehört, in die Zukunft, aber mit sehr hohen Aufenthalts- und Erlebqualitäten. Der Inhalt soll die übergeordnete Zielsetzung vom Schloss als Leuchtturm in der Region helfen. Das bedeutet auch, dass Bewohnerinnen und Bewohner in der Region sich das Schloss wieder zu eigen machen sollen und nicht nur als Publikum, sondern als Akteure dort oben sollen können wirken. Wir begrüßen es darum sehr, dass bereits in der bisherigen Phase partizipative Elemente gewählt worden sind und das auch in Zukunft so sein soll. Das Schloss ist zweifelsohne das wichtigste Objekt, wenn es um das Leben von historischen Geschichten geht. Da soll auch das Museum auf aktuelle Weise nicht nur einen Bildungsauftrag zur Geschichte des Sarganserland nachkommen, sondern eben auch Freiraum für engagierte Bürgerinnen, Bürger, Vereine bieten, die zum Beispiel in partizipative Projekte oder eigene Veranstaltungen münden können. Die Rolle des Kantons wird so sein, dass man natürlich weiterhin die Geschichte sehr gerne begleitet, nicht nur in der Projektgruppe, sondern auch in der Stiftung. Der Beitrag des Kantons von jährlich 50'000 Franken aus dem Lotteriefonds für die nächste Phase freut uns natürlich sehr. Das wird hoffentlich helfen können. Und dabei werden wir selbstverständlich vermittelnd und vernetzend zu anderen Akteuren können in Erscheinung treten. Darüber hinaus wird sich das Engagement des Kantons für die nächste Phase dann in der weiteren Planung konkretisieren. An dieser Stelle also die herzlichen Glückwünsche an die Ortsgemeinde, die politische Gemeinde, den historischen Verein und die Region zu dem grossen Schritt, zu dem wichtigen Schritt für die Zukunft des Schloss Sagans und in der Hoffnung, dass das Leben möge zurückkehren, nicht zuletzt unter der Leitung des neuen Stiftungsratspräsidenten und dem neuen Pächter mit seinem tollen Engagement. Ja,